Sonntag, 30. Juli 2017, das erste gemeinsame Training der neuen Saison aller Profis des FC Bayern München. Außer den angeschlagenen Manuel Neuer, Juan Bernat und Franck Ribéry, der morgen wieder mit der Mannschaft trainieren soll. Mit dabei also die Teilnehmer der Audi Summer Tour 2017, die in München gebliebenen bzw. während der Asienreise zurückgekehrten und die Confed Cup-Spieler Arturo Vidal, Joshua Kimmich, Sebastian Rudi und Niklas Süle. Ich freue mich jetzt endlich hier zu sein. Hatte lange Pause, ich denke, die braucht man auch immer, auch nach einem Turnier. Und freue mich jetzt einfach. Wenn man dann hier dann sein Auto in die Garage fährt, ist es natürlich schon ein super Gefühl, wenn vorne dann auch viele Fans stehen und ja, von dir Autogramme wollen. Und das ist natürlich alles hier viel größer wie bei uns in Hoffenheim. Aber ich denke, die Eindrücke hier, die haben sich wirklich bestätigt. Meine Erwartungen haben sich bestätigt. Und ja, ich fühle mich jetzt schon sehr wohl. Die ersten Eindrücke der beiden Neuzugänge, Rudi und Süle, hier beim Medizincheck am Samstag, also absolut positiv. Die ersten Einsatzminuten für die beiden wird es vielleicht schon beim Audi Cup am Dienstag und Mittwoch geben. Sie haben gestern mit dem Training begonnen, heute trainieren sie zum ersten Mal mit den anderen. Wenn es keine Probleme gibt, können sie sicher am Mittwoch ihre Spielminuten bekommen. Zuletzt noch ein Blick zu den Bayern Amateuren. Die mussten sich heute im ersten Auswärtsspiel der Saison trotz 2:0 Führung gegen Aufsteiger Unterföhring noch mit einem 2:2 Unentschieden zufrieden geben.